Wollt ihr rosa Toiletten haben? Upgrade. Können wir das... Och Mann, das Niveau auf 8. Ich will diese Toilette haben. Wir brauchen diese rosa Toiletten, Leute. Wir müssen noch ein Level steigen. Wir müssen auch ein Level steigen noch. Dann kriegt ihr die geilsten Toiletten, die ihr je gesehen habt, Leute. Dann sind die Zeiten des Aufstandes sind vorbei. Dann ist alles gegessen. Oh. Gut, wir können noch mehr Duschen kaufen. Das wäre, glaube ich, auch nicht so schlecht eigentlich. Weil dann können... Ja, wobei... Ja, doch, wir haben es beim letzten Mal schon sehr verkackt, ne? So eine Dusche wäre schon nicht scheiße. Und wir sind im Ranking auf Platz 12, let's go! Wahrscheinlich, weil wir Koks verkaufen. Okay, Leute, dann lasst uns mal die Dokumente überprüfen. Prüfe deine Mails, um die Aufgaben für den Tag einzusehen. Alles klar, machen wir. Pink Prison. Wir müssen gleich mal zu euch in den Zellentrakt gehen, um das zu kontrollieren. Hier. Steve, wir haben Informationen über falsch ausgestellte Begnadigungsschreiben erhalten, die an uns gesendet wurden. Alle im Mai dieses Jahres ausgestellten Begnadigungen sind ungültig. Alle im Mai dieses Jahres ausgestellten Begnadigungen sind ungültig. Im Mai. Mai, 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 Mai. Okay. Vergesse ich sowieso wieder. Abfahrt. Wer ist denn das? Der Joseph Freeman, Junge. Da haben wir erstmal hier die 330629. Ist richtig. A ist auch richtig. Zelle, was? 18 oder was? Nee. Raubüberfall mit tödlichem Ausgang. Besuchsort Krankenhaus. Aha, okay. Ja. Passt. Passt auch, ich wollte gerade sagen. Keine kranke Mutter. Okay. Kyrill, Alter. Oh oh. Oh oh, Leute, ich glaube, wir haben eine gefälschte Unterschrift. Wir haben eine gefälschte Unterschrift, das heißt Ablehnung. Ablehnung, Junge, raus mit dir. Was stand denn da drin überhaupt? Bitte geben Sie mir einen Ausgang für 14 Tage, damit ich meine kranke Mutter im Krankenhaus besuchen kann. Sie ist schwer krank und hat wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit. Aber... Ah. Warum ist hier die... Das macht gar keinen Sinn. Hier ist die Unterschrift gefälscht und hier wiederum nicht. Das ist doch Quatsch. Ja, ich meine, natürlich ist es traurig, aber wer sagt, dass es stimmt? Vor allem unten rechts der Stinkefinger als Unterschrift, ja? Was soll, aber ich glaube, da ist immer ein Stinkefinger. Ich weiß nicht, sollen wir mal ja sagen? Ich weiß, also es kann halt auch sein, dass das einfach Schwachsinn ist, was er sagt. Kranke Mutter. Rechts ist Besucherschein? Ja, aber die Unterschrift ist gefälscht. Die Unterschrift ist ja gefälscht, das ist ja das Problem. Ablehnen. Ablehnen. Ich meine, wenn es doch stimmt, warum sollte dann hier die Unterschrift gefälscht sein? Das ist doch Quatsch. Das macht gar keinen Sinn. Kann ich leider nicht weiterhelfen. Donald, 143793. 143793 stimmt. CC, alles klar. Besuch. Haus der Verurteilten in Lincoln. Was? Der will das Haus der Verurteilten in Lincoln besuchen. John Travolta. Auch wieder nicht richtig. Beides mal gefälscht. Ich war in den letzten 3 Monaten brav, könnte sagen, ich bin ein Mustergefangener, denn sogar der Wärter sagt das. Ich bitte Sie, mich für 3 Tage freizulassen, um meine Familie zu sehen. Ich habe Sie lange nicht gesehen, besonders meine Kinder. Die Kleinen werden sich freuen, Ihren alten Mann zu sehen. Ihren alten Mann. Genauso nennen die dich, Junge. Der will Daniel besuchen. Ja, das ist ja noch schlimmer. Der kann ja nicht mehr alle Latten am Zaun haben. Wer will denn freiwillig Daniel besuchen? Abgelehnt, raus. Könnt mich mal. Ronald's Trunk. Daniel, wie wieder freigelassen werden. 666620. Da ich vom Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eine befürwortende... Warte mal, das ist Mai, ne? Abgelehnt. Mai. Kannst vergessen. Falsch. Schnauze. Brauchen wir gar nicht lesen. Weg mit dir. Alles Pisser hier. David Thompson. Ich möchte darum bitten, mir einen Ausgang für 5 Tage auszustellen, damit ich...
was Erbschaftsangelegenheiten mit meiner Familie klären kann. 9 Jahre Verursachung eines tödlichen Unfalls, 448005, passt auf jeden Fall hin. Nachlass, Columbus-Gericht, ja, passt. Die Überschrift stimmt auch überein. Wobei hier wieder nicht, oder? Doch, ist richtig, die Stempel sind auch klar. Ist auch in Ordnung. Können wir mitarbeiten. Also, akzeptiert. Gönn dir, David. Gönn dir. Keine Butterbrot für den Gefangenen, nee. Albert Lee. 487770, das können wir sowieso nicht kontrollieren. Ich möchte sie um ein... Der kriegt 12 Jahre für einen Einbruch in eine Wohnung. Ich möchte sie um einen Matratzenwechsel oder zumindest um ordentliche Wäsche bitten. Es sieht genauso schmutzig aus, wenn es von der Wäsche zurückkommt, wie wenn es einen Monat lang nicht gewaschen wurde. Okay. Ich würde sagen, da brauchen wir gar nicht die Unterschrift testen. Wir lassen einfach das zu, oder? Ich meine, warum nicht? Den Gefangenen muss es ja auch ein bisschen Gute geben. Ich meine, die haben ja jetzt einen sehr, 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 sehr leidenschaftlichen Aufstand hinter sich. Da müssen wir auch mal ein bisschen was gönnen. Michael T. Davis. Lieber Aufseher. Wir haben noch keine Antwort über Michael T. Davis und seine bevorstehende Freilassung erhalten, nachdem er eine angemessene Summe für seine Freiheit bezahlt hatte. Wir werden es nicht länger tolerieren und du wirst die Folgen deiner Verspätung bei Entscheidungen bald spüren. Wir werden die Sache selbst in die Hand nehmen. Mit freundlichen Grüßen Vertreter der Familie Lombardis. Es ist... Alessio, geht's nicht mehr gut. Die wollen uns alle am Arsch lecken. Die Lombardis kommen, es ist vorbei. Was ist denn jetzt? Da war eine Drohung. Und dabei haben wir alles daran gesetzt, dass es den Alessios gut geht hier. Das ist scheiße. Ach, kann ich gar nicht akzeptieren. Ich kann nur... Okay, Leute. Ich glaube, hier wird es bald ein bisschen wuschelig. Kann das sein? Oh. George Jones. Das ist nicht im Mai. Unterschrift passt. Die aber nicht. Begnadigung. Diesem Antrag ist ein Schreiben von Präsident Ronald Trump beigefügt, in dem mir eine teilweise Begnadigung gewährt wird. Bitte genehmigen und führen Sie die entsprechenden Verfahren ein. Straftat, illegale Einfuhr exotischer Tiere. Dann halt dein Maul. Du kannst weiterhin schwitzen, Junge. Penis. Oh nein. Jetzt kommt hier auch noch die Mafia um die Ecke, oder was? Und dabei können wir nicht mal was dafür, weil wir einfach nicht alle Entbannungsanträge oder... Nein. Entbannungsanträge, ja moin. Weil wir halt die anderen Anträge nicht gesehen haben. Der hat gerade Moonwalk gemacht, ich hab's genau gesehen. Alter, Heppe. Jetzt mal ganz ehrlich, kann das einfach so sein, dass dieser Fall mit Ethan und so einfach jetzt komplett weg ist? Also das kann doch jetzt nicht einfach so auf Eis... Also das kann doch nicht so im Winde verwehen, das ist doch scheiße. Das ist doch Müll. Können wir ableveln? Ein Fähigkeitspunkt, let's go. Erhöht die Schutz des Spielers. Reduziert die Wahrscheinlichkeit, ertappt zu werden um 5. Ja, machen wir mal den Schutz, ne? Ich glaube, das passt erstmal. Danke, Mann. Ciao, ciao. Warum ist die Dartscheibe eigentlich 20 Kilometer groß? Mann. Weil mein Roof kaputt geht und nicht deiner. Also, das ist jetzt ein bisschen komisch. Mafia? Was für Lombardis, Alter? Was wollen die? Vor allem, wie wollen die denn hier reinmarschieren? Wollen die Wand wegsprengen? Oder was ist deren Plan? So. Forgive it. Verwende den Tisch, um die Pakete zu durchsuchen. Fertige Pakete kannst du... Oh, Pakete! Pakete! Wir haben Booster-Paket. Wir haben der Unhold-Paket. Wenn da keine Kekse drin sind, dann weiß ich auch nicht. Heike und Firenzchen. Ich würde sagen, wir fangen mit Firenzchen an. Firenzchen hat sich bisher nicht zu Schulden kommen lassen. Und ich glaube auch an diesem Tag wieder... Takete. Ich möchte nicht mehr. Warum zweimal das gleiche Buch? Das ist schon ein bisschen sass, oder? Aber nichts. Gar nichts. Bambu-Schauergel. Aha. Only for Men. Diesel-Scented Deodorant. Schön. Der Geruch geht direkt in die Nase und bis in den Magen. Einmal komplett durch den Körper durch. Nice. Oh! Firenzchen.
Ja, lass mal drin, ne? Komm. Wobei, die sieht das ja nicht, also... Ob wir Respekt dazu bekommen, wenn wir das jetzt trotzdem drin lassen? Wir sichern. Wir sichern. Bam. Sorry. Wenn du Drogen brauchst, geh zu Takira. Die hat genug. Die hat wirklich genug. So, Heike. Heike. Das ist jetzt ein heikles Momentchen hier, würde ich sagen, oder? Himmels. Heike! Also die nehme ich. Also ganz dringend. Also nee. Wer weiß, was du damit vorhast. Ich meine, vielleicht nur die Beinhaare damit wegrasieren oder so, aber trotzdem, das können wir nicht auf Nummer sicher gehen. Heike! Hallo Barbara. Ja, die kommen, die lassen wir mal drin. Nein, jetzt habe ich es weg. Ich habe es weggenommen. Also Tastatur muss ich noch lernen und vielleicht ist ja hier noch einer drin. Scheiße. Naja. Beim nächsten Mal. Versprochen. Booster, das von André gucken wir zuletzt. Booster, jetzt bin ich gespannt, Junge. How I escaped from my prison, aha. Von Jones. Okay. Glücklicherweise nichts drin, das ist schön. Was haben wir hier Schönes? Chicken Tit, ja, das ist die Vorspeise. Das ist halt Leibgericht vom Booster, ne? Oh, was für schöne Chicken Tits, Alter, Wahnsinn. Knackig. Und das Risotto. Auch nichts drin. Der denkt halt einfach nur an Essen, weißt du? Der will halt auch gar nichts schmuggeln. Einfach nur essen und glücklich sein. Manly hair. Siehst du, der ist ganz entspannt. Booster hat nichts. Easy. Das ist ja richtiger Musterhäftling hier. Das ist ja der Wahnsinn. So. André, mindestens 2 Kekse. Oder ganze Kekspackung. Okay, wir haben halt immerhin einen halben Meter Schokoladentafel. Also, besser als nichts. Orange Candies. Ist nichts drin. Was haben wir hier Schönes? Ja, die blauen Pillen, ne? Aha. Alles gut. Gucken wir erstmal die kleinen Sachen an. Was ist das denn jetzt hier? This medicine is illegal in most countries? Was? Oboflak. Ich kann nicht lesen, was da steht. Ich will wissen, was das ist. Das sind bestimmt einfach irgendwelche Bonbons. Das ist nur Verarsche. Wer ist Isle of Bubbats, Alter? Was soll die Scheiße? Lass mich, ich muss kontrollieren. Im Risotto auch nichts drin. So, jetzt kommen die interessanten Dinger. Zahnpasta. Weiß ich gar nicht, wofür der die braucht. Der hat doch gar keine mehr, oder? Kann man die... Oh, 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 oh. Ich wünschte mir, man könnte die nochmal aufmachen hier, ne? So, und jetzt haben wir noch die Mleko. Nix? Der schmuggelt einfach gar nichts? Alter, das habe ich ja nicht kommen sehen, ne? Holy moly. Oh, Leute, warte mal kurz. Warte mal ganz kurz. Wir haben das nächste Level erreicht. Das heißt, wir können unser Gefängnis ein bisschen fancier gestalten. Jo. Besuchsraum, da waren wir auch noch nicht drin, ne? Da gibt es bestimmt auch noch eine Routine für. Gesundheit. Wartet. Hier. Da müssen wir hin. Bam. Jetzt bin ich gespannt. Gefängnis, Toiletten. Upgrade. Oh, Scheiße, das wollte ich doch gar nicht. Nein, jetzt. Wir haben nicht genug Geld. Wir brauchen $1000. Okay, wir müssen noch ein bisschen warten, Leute. Warum duckt er sich jedes Mal, wenn er sich an den PC setzt? Okay. Ey, wir haben das jetzt so lange durchgestanden. Da kriegen wir das jetzt auch noch hin. Gar kein Problem. Wir kriegen jetzt wieder ein bisschen Geld dazu, oder? Wir sind für heute fertig. Schnauze voll. Minus 235, nicht schlecht. Das haben wir auch wieder ein bisschen gesteigert. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Weiter geht's. Rein in die Hülle.
Kriegst du nicht auch Geld, wenn du uns Insassen was besorgst? Ey, wir sind über 1000, also alles easy. Wir gehen gleich wieder hin. Erwarte ungewöhnliches Verhalten. Ja, aber was für ungewöhnliches Verhalten, Mann. Warte kurz, Leute. Das mit den Scheißhäusern, das kann ich jetzt nicht auf mir sitzen lassen. Das brauchen wir jetzt. Warum gibt es eigentlich keinen Direktor mehr? Wo ist der? Der ist aber tot. So, bitte, Leute. Also, da sollt ihr, soll mal irgendeiner sagen, ich gönne euch nicht. Dafür kriegen wir 7% Respekt von euch. Oh yeah. Oh yeah. Ach, schön. Fancy Prison Forever. Geil. Nehmen wir mit. Leute, ab jetzt wird jeder Toilettengang von euch ein Genuss. Einfach ein Genuss. So, wisst ihr, was das Geile ist? Wenn ich mir das so vorstelle, ich meine, ihr habt ja so offene Zellen, ja? Stell euch mal vor, jemand geht mitten in der Nacht so richtig einen wegdrücken, ja? Und alle pennen da so, dann hört man einfach alles. Alles! Wie schön das sein muss. Wahnsinn. So. Kriegen wir neue Leute, oder? Neue Leute, ja moin, hallöchen. Tom Taylor, Alter, was geht ab, Junge? Wie geht's dir? Alles fit, oder was? Tom Taylor. 202659. 202659. Wir sind von Drogen. Das ist nicht so geil, ne? Was ist das denn jetzt hier? Willst du mich verarschen oder was? Knall nicht gehört oder was? Was sind das für Fingerabdrücke? Hast du dich mit deinen kleinen Zehen da drauf gesetzt oder wie? Raus mit dir. Verarsch den anderen hier. Spacko. Weg. Hakt, ey. Helmut Williams. Guten Tag. Ja, das sieht ja mit den Fingerabdrücken erstmal ganz gut aus hier. 158222. Internetbetrug. Aha. Aha, aha, aha. Im Block B also. Warte mal, du kommst jetzt in den Block von... Was ist das denn für eine Scheiße? Warum kann ich nicht die neuen Leute irgendwie dann wieder benennen? Das ist doch Müll. Das ist doch Kacke. Also das hätten sie besser machen können, wirklich, ne? Das ist ärgerlich. Weil nur so wenige selbst erstellte, das ist ja richtig low. Das wäre viel geiler gewesen, wenn ich schon upgrade, dass ihr auch dann wieder neue Namen reinbekommt und so. Haben wir schon, ne? Passt, ja. Alles klar. Dann, Abfahrt. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Buch, was haben wir hier? Fantasy Stories, aha. Von George B. Marlin. Hauptberuflich eigentlich Fisch. Scheiße. Hier auch nichts. Hoppala. Natascha. Guten Abend. Achso, ja. Schnauze. Hä? Halbes Jahr Wurst, halb Wurst, halb. Bitte schön abhauen. Ach, Dankeschön, Natascha, für halbes Jahr streamen, was wurde. Willkommen zurück. Vielen, vielen herzlichen Dank. War das von Anfang an begrenzt oder was hast du gemacht, um die Namen zu ändern? Nee, von Anfang. Am Anfang musste man quasi, hatte man eine gewisse Liste und da konnte man das dann eingeben. Und seitdem nicht mehr. Und das ist halt ein bisschen ungeil tatsächlich. Weil ich hätte mir schon gewünscht, dass wenn wir schon upgraden, dass wir das auch quasi, weil ich. Also ich glaube, ich kann. Nee, ich kann es nicht ändern. Hier auch nicht, gar nicht. Gar nicht. Das ist echt schade. Ja, ich weiß nicht. Die Alerts muss ich nochmal, glaube ich, neu reinmachen. Die habe ich hier noch nicht hinzugefügt, aber mache ich gleich. So. Jason Zweistein, Alter. Was? Taschendiebstahl. 18 Jahre, ja, wahrscheinlich. Auch in Block B. Guck mal, das ist doch doof. Das finde ich doof. Das ist wirklich doof, Mann. Da habe ich keinen Bock drauf, eigentlich. Aber egal. Mal gucken, mal gucken. Ja, erstmal abwarten und dann sehen wir weiter. Vielleicht kann es ja gleich wirklich so sein, dass wir trotzdem irgendwie das kontrollieren können. Zack. Herzlich willkommen in das Teambusbude. Akzeptieren. Vielen Dank für deinen Satz. Herzlich willkommen in das Teambusbude. Wir feiern gemeinsam, das geht ab. Oh, hier ist nichts, also das geht klar. Dann haben wir hier auch nichts, dann ist wunderbar, perfekt. Und was ist hier? Nichts drin. Morgane Voodoo. Dankeschön. Ist geswitcht von einem Prime Gaming Abonnement auf Stufe 1 Abonnement. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du dich dazu entschieden hast. Ich hoffe... Was ist das denn da?
Direkt mal hier zeigen, wo der Hammer hängt, ne? Drecksscheiße. Geht ja wohl gar nicht, Alter. Schmuggel war. Ja, hier, komm. Gönn dir. Bitte schön. Karton, Abfahrt. Hä? Was jetzt passiert? Anonymer Schenker. Dankeschön für den anonymen Subgift an Orgel. Vielen Dank. So, verzieh dich jetzt hier. Ich hab die ewig Zeit. Raus. Raus. Dankeschön. Dankeschön, Borgen. Vielen Dank. Fertig. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob die wirklich jetzt da oben sitzen, ne? Das wäre echt scheiße. Das wäre wirklich echt scheiße. Aber es wird wahrscheinlich so sein, oder? Alter, die Toiletten! Aber guck mal, hier können wir zum Beispiel gar keine Deals annehmen und so. Und das, obwohl wir hier die Zellen haben. Hier ist Sam. Ja, die müssen ja da sitzen. Wobei, nee, da stehen keine Namen. Da stehen keine Namen. Da stehen keine Namen, Leute. Noch ist hier keiner drin.